Guten Morgen. Leiwa ham le schafol am nume Jesu, kumait ne dir, ne dank di für dine Leiben, für dine Güte, ne dank di für des nien Dach. Ne dank di, dat du so groot bist, du erfällst das ganze Universum und trotzdem bist du dich bei uns. Und uns fällt keine Hohe vom Kopf, ohne dat du dat weißt. Halb dat wie ab die vertrühe, Herr. Halb dat wie dat spüre, dat du da bist, auch in schwere Stunde, Herr. Herr, dat wie dat leibe, Herr, dat in jeden Mensch, am jeden Mensch, die sars wie brok uns nicht, sorry, Herr, im Namen Jesu. Amen. Ich glaube, dat je feil, wat hier abhaut, wenn sie das so neut sind, dat habe viele Menschen. Dat Gott vielleicht weit auf ist. Dass Gott sich vielleicht nicht so sehr an uns interessiert. Und wie weit dass dort nichts ist, dort ist. Gott schickt auf jeden Mensch. Gott ist dort wichtig, wird in jedem Mensch wird. Und wie der erste Bibel gehen ist, dann sei wie, dass Gott jeden Mensch persönlich sieht und schickt. Und ich glaube, hier predigt ein Hort, was so verletzt wird. Er weiß nicht, von wo sie ihn nicht kommen. Er weiß nicht, ob die von Gott kommen. Er weiß nicht, ob die vom Fien kommen. Er versteht alles nicht. Kapitel 9 sagt, das alles weiß ich doch schon längst. Nur eins verrate mir. Wie kann ein Mensch vor Gott sein Recht bekommen? Wenn er dich vor Gericht zieht, und Anklage erhebt, weißt du auf tausend Fragen keine Antwort. Gott ist weise, stark und mächtig. Wer hat sich je erfolgreich gegen ihn gestellt? Also er fühlt sich so machtlos. Er sagt, was kann ich anfangen? Wer nicht eine Frage, wenn Gott mich für ihr Recht stellt, nicht eine Frage, wie ich beantworte können. Aber wenn wir dann so die Bibel bezeichnen, dann sei wie wir sind nicht vor dem großen Gott, aber trotzdem nimmt Gott in jedem Ernst. Und er ist dich bei uns. Das sagt wieder im Vers 8, er allein hat den Himmel ausgebreitet. Ist über die Wogen des Meeres geschritten. Den großen Wagen hat er geschaffen, den Orion, das Siebengestirn und auch das Stern, die Sternbilder des Südens. Er vollbringt gewaltige Taten, unzählbar sind seine Wunder, kein Mensch kann sie begreifen. Unbemerkt zieht er an mir vorüber, er geht vorbei und streift mich und ich nehme es gar nicht wahr. So ist das, Volke, Gott ist der Spieber, wir nehmen ihn nicht wahr. Aber Volke, ich glaube, Gott ist so groß und so weit auf. Und wir sind so anbedient. Ich glaube, er fällt hier auf sich. Er fällt sich für jeden. Er fällt sich, dass er ganz im Diesteren und ganz allein wäre. So fällt sich viele Menschen von diesem Tag. Die sind Mäden, sehr viele Menschen von der Stadt, Meier aus vom Komp, feilen sich so. Die sind ein Dach über Menschen, aber die feilen sich allein und versunken. Niemand kann ihn hindern, wenn er einen Menschen aus dem Leben reißt. Wer wagt es, ihn zu fragen? Halt, was tust du da? Also hier bleibt Gott wie so weit auf. Und er wie so weit, dass er anfängt zu glauben, dass Gott hat ganz wichtig wäre, um das zu ändern. Also ich glaube, er fühlt sich verloren. Er fühlt sich allein. Er fühlt sich verloren von Menschen, von Gott, für jeden. Und er weiß nicht, woran um das alles passiert wäre. Ich glaube, so jeder Mensch dort, wenn in dein Betrüchtchen fallen, in der Hoffnung verlieren. Du hast das so wichtig, dass wir als Menschen, nicht so eine Menschen gehen,
den Helper weiterzuleben, den Helper, den Abrecht, und nicht den Beter, dass du weiter mitfutter. Den vielleicht du die Bibel verlesen, dass du weiter nie in mitfutter und weiter Gott es dich bi. Gott es dort nicht in den Verdiener jet. Gott es dort nicht in den Verdiener Menschen dort jet. Der es immer hafte seine Uga ab seine Tschenja, und ganz besonders ab da, wo am Trü sind. Die Uga Gottes reise durch die ganze Welt, am deite halbe, wo am Trü sind, sagt er, den ersten Samuel. Herr, ich bete, dass wir das verstehen. Ich glaube, das ist die Realität von tausenden Menschen von da. Die fühlen sich so allein, die fühlen sich viert. Die fühlen, die bleiben, dass Gott so groß ist, aber die bleiben auch, dass Gott dort zu groß ist, um ihn wichtig zu nehmen. Die fühlen sich zu anwichtig, anbedienen und fühlen sich viert von Gott. Und ich glaube, dass die Fühle jetzt uns Volker unsere Trübsal auch Volker befindet. Die Welt, dass wir glauben, dass Gott dort nicht wichtig ist, wenn uns das geht. Ich bete von da für deine Menschen, die mittler sind, dass du ihnen neue Kraft gibst. Kraft vom Himmel, dass du der Stein heilen gehst. Und tröste das, und abhebe das, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.